ich bin Lara und ich bin hier auf der NorthCon in Neumünster und mein Spiel des Jahres ist Gris. Gris ist eigentlich schon letztes Jahr im Dezember rausgekommen, aber ich habe es jetzt dieses Jahr im Sommer durchgespielt, ich glaube an einem Abend. Es geht nur 3 bis 4 Stunden, aber für mich zählt es, glaube ich, als eines der schönsten Spiele, die ich je gespielt habe. Und wie ihr vielleicht aus meinen bisherigen Beiträgen auch rausgehört habt, liebe ich einfach Spiele mit Atmosphäre. Und das ist Gris. Gris ist ein 2D-Adventure, entwickelt von Nomada Studios, ehemals 2 Entwicklern bei Ubisoft in Barcelona. Und die haben auf einer Party mal einen Künstler kennengelernt namens Conrad José. Und dieser Conrad José hatte halt diese Idee, ein Spiel zu entwickeln in seinem Zeichenstil, also in diesem bestimmten Stil. Und es ist, wie kann man es beschreiben, so ein bisschen aquarellmäßig, comicmäßig gezeichnet. Und 90% des Spiels sind auch handgezeichnet oder auch Effekte. Da haben sie halt einfach Tusche in Wasser laufen lassen, das gefilmt und so sind dann die Effekte im Spiel entstanden. Man spielt halt diese kleine Figur, dieses kleine Mädchen namens Gris, die einen schweren Schicksalsschlag hat und dadurch ist ihre ganze Welt trist und grau und hat sämtliche Farben verloren. Sie hat auch eigentlich ihre Stimme verloren im Spiel und man versucht halt diese Farben zu finden. Und man findet erst die Farbe Rot und dann ist das Level einfach in diesem Schwarz-Weiß-Grau mit Rottönen und dann wird es irgendwann grün und blau und es geht eigentlich so ein bisschen um ihre eigene Depression, um Trauer und um Hoffnung und das sieht man halt sehr einfach in diesem... Man kann sagen, Gris ist ein Kunstwerk. Es ist ein riesengroßes Kunstwerk. Und allein der Soundtrack, es ist so viel... Man muss Gris erleben und genießen. Es hat keine große Herausforderung, weil man kann nicht sterben. Und auch die Bosse, die in diesem Spiel vorkommen, können einen nicht töten. Man kann sie nicht töten. Aber man muss halt diese kleinen Rätsel lösen. Ja, als ob man in einem Kunstwerk ist und man muss es einfach erleben. Es ist wunderschön. Man hat eine Gänsehaut nach der anderen, allein durch diesen wunderschönen Soundtrack. Ich kann es wirklich einfach nur empfehlen, Leute, spielt es durch, ihr habt es an einem Abend durch, 3 bis 4 Stunden und ja, mein Highlight des Jahres, Gris. Und in diesem Sinne wünsche ich euch wunderschöne Weihnachten.